In diesem Clip zeigen wir Ihnen den optimalen Weg, Textstellen in MaxQDA 10 zu kodieren. Die Zuordnung von Codes zu Textpassagen wird als Kodieren des Textes bezeichnet. In MaxQDA können Sie ein kodiertes Segment nach seiner Relevanz, die Sie ihm beimessen, gewichten. So können Sie später schnell und effektiv zum Beispiel die Highlights Ihrer kodierten Textstellen sehen, indem Sie das Gewicht als Darstellungsfilter oder Sortierkriterium einsetzen. Das Gewicht eines Dokumentsegments kann auf einer Skala von 0 bis 100 ausgewählt werden. Das Standardgewicht kann von Ihnen selbst definiert werden. Sie können das Standardgewicht über die Statusleiste definieren. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, dieses in den Projektoptionen zu verändern. Wählen Sie dazu den Menüpunkt Projekt, Optionen. In diesem Fenster können Sie mehrere allgemeine Einstellungen zum Projekt vornehmen. Setzen Sie das Standardgewicht beispielsweise auf den Wert 50, können Sie zukünftig sowohl eine eher geringere wie eine größere Relevanz Ihrer Codes definieren. Das Kodieren kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. In jedem Fall muss jedoch zuerst eine Textpassage des im Dokumentbrowser geöffneten Textes mit der Maus markiert werden. MaxQDA stellt hierzu unterschiedliche Kodierfunktionen zur Verfügung. Die klassische Kodierung, freies Kodieren, In-vivo-Kodieren, gezielte selektive Kodierung, Farbkodieren sowie automatische Kodierfunktionen. Wir beginnen mit der klassischen Kodierung. Um einen Textabschnitt einem Code zuzuordnen, müssen Sie die Textpassage zunächst markieren. Anschließend können Sie sie per Drag and Drop dem entsprechenden Code zuordnen. Alternativ können Sie auch umgekehrt verfahren. Beachten Sie, dass eine Textstelle auch mehreren unterschiedlichen Codes zugeordnet werden kann. Im Dokumentbrowser werden kodierte Elemente durch eine farbige Visualisierung am linken Rand des Textes angezeigt. Mit einem Rechtsklick auf die entsprechende Visualisierung können Sie diese Kodierung durch den Befehl Löschen wieder entfernen. Ebenfalls haben Sie in diesem Kontextmenü die Möglichkeit, eine Rekodierung mit einer neuen Selektierung vorzunehmen, die Gewichtung zu ändern und den Kommentar zu bearbeiten. Das Rekodieren kann auch durch einfaches Drag and Drop der vergrößerten Textstelle in den entsprechenden Code im Codesystem vorgenommen werden. Damit können Sie auf einfache Weise die Segmentgrenzen Ihres Codes verändern. Übrigens haben Sie auch immer die Möglichkeit, durch entsprechende Tastenkürzel schneller zu agieren. Eine weitere wichtige Funktion ist die Undo-Funktion, mit der Sie das jeweilige Kodieren rückgängig machen können. Zu finden ist diese in der Symbolleiste als Kodieren rückgängig, vorausgesetzt, dass diese im Menü Symbolleisten aktiviert ist. Wie alle Symbolleisten in MaxQDA können Sie diese herauslösen und verschieben. Wenn Sie während der Bearbeitung eines Textes eine Stelle entdecken, die Sie gerne kodieren möchten, zu der Sie aber noch keinen passenden Code haben, können Sie im entsprechenden Kontextmenü direkt an Ort und Stelle einen neuen Code definieren, im Codesystem erzeugen und dieser Textstelle zuweisen. Dies wird häufiger der Fall sein, wenn Sie nach der Grounded Theory vorgehen. Natürlich können Sie diesen Code später innerhalb des Codesystems verschieben. Die gezielte selektive Kodierung eignet sich besonders, wenn Sie meist in einem fortgeschrittenen Stadium Ihrer Analyse einzelne oder mehrere Texte zielgerichtet hinsichtlich bestimmter Phänomene durcharbeiten wollen, die bereits als Codes definiert sind. Hierzu steht die Quickliste zur Verfügung. Ein Linksklick auf einen Code im Codesystem bewirkt, dass dieser in die Quickliste übernommen wird. Eine markierte Textstelle kann unmittelbar durch Anklicken des Codieren-Symbols neben der Quickliste mit dem angezeigten Code kodiert werden.
Die Bezeichnung in vivo kodieren stammt aus der Grounded Theory. Darunter versteht man, dass Begriffe und Wendungen aus dem Text als Code übernommen werden, wobei gleichzeitig die betreffende Textstelle kodiert wird. In MaxQDA funktioniert dies folgendermaßen. Man markiert den betreffenden Begriff und klickt den In vivo-Button. Damit wird der Begriff in die Liste der Codes eingefügt und gleichzeitig wird die Textstelle kodiert. Sollen die kodierten Segmentgrenzen erweitert werden, markiert man die gewünschte Textpassage um den In vivo-Code herum und klickt auf den Button Kodieren. Nun passt MaxQDA die encodierte Textstelle entsprechend den neuen Segmentgrenzen automatisch an. Das In-Vivo-Kodieren lässt sich auch mittels Rechtsklick und der Auswahl der entsprechenden Option des Kontextmenüs realisieren. Neben den beschriebenen Kodiermöglichkeiten, die in MaxQDA immer farbig ausgeführt werden können, gibt es die gesonderte Option des Farbkodierens. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich für eine erste grobe Durchsicht des Datenmaterials. Sie möchten wichtige oder bemerkenswerte Stellen festhalten, ohne bereits zu entscheiden, warum und wofür diese wichtig sind. Die Farbkodierfunktion steht Ihnen in der Farbkodierungsleiste zur Verfügung. Die entsprechenden Textstellen können farbig markiert und kodiert werden. Diese Toolbar muss allerdings im Menü Symbolleisten aktiviert sein. Wenn Sie nun das gewünschte Textsegment, beispielsweise dem Code Rot, zuordnen wollen, markieren Sie dies und klicken daraufhin auf das entsprechende Icon in der Leiste Farbkodieren. Nun wird nicht nur der Text in der entsprechenden Farbe im Dokumentbrowser dargestellt, sondern bei der ersten Zuweisung auch der entsprechende Code automatisch erstellt und an oberster Stelle des Codesystems eingefügt. In MaxQDA 10 können Sie in der Liste der Codings beispielsweise durch Markieren von Codings automatisch kodieren. In einem neuen Fenster können Sie nun einen Code aus der Quickliste auswählen. Ihr Code erscheint in der Quickliste, wenn Sie ihn vorher angeklickt haben. Wenn Sie möchten, können Sie auch hier das Gewicht definieren. Klicken Sie nun auf Autocode, um das automatische Kodieren zu starten. Nun werden die markierten Codings automatisch mit dem neuen Code versehen. Eine Liste der Codings erhalten Sie auch, wenn Sie die lexikalische Suchfunktion ausführen. In MaxQDA 10 gibt es weiterführende automatische Kodierverfahren. Dies sind beispielsweise der Präprozessor und das Kodiertool von MaxDictio. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Informationen zu diesen innovativen Kodiertools erhalten Sie in den entsprechenden Videotutorials.